So sah es noch vor wenigen Wochen im Kellergeschoss der Finsterwalder Südambulanz aus. Baustelle auf der ganzen Linie. 4 Wochen vor der Eröffnung der neuen Radiologie wurde das CT-Gerät geliefert und in die Praxisräume eingebaut. Am 18. Mai konnten die Räumlichkeiten kaum die Menschen fassen, die zur Eröffnung der Radiologiepraxis von Dr. Diana Jüge gute Wünsche und Präsente mitbrachten. Auch die Finsterwalder Sänger haben mit ihrem Lied herzlich gratuliert. Macher sind wichtig für unser Land, denn die Vorsorge für unsere Menschen wird hier gesichert von starker Hand. Dank an die Sparkasse für viele Euros, dasselbe gilt auch für unsere Stadt. Ein Lob den Mietern für ihr Verständnis, weil Dreck und Lärm sie belästigt hat. Als Geschäftsführer des MVZ begleitete Uwe Schrader den langen Weg bis zur Praxiseröffnung und bedankte sich bei den Planern, Sparkasse Elbe-Elster, Bau- und Lieferfirmen und der Stadt Finsterwalde. Als deren Bürgermeister bedankte sich Jörg Gampe für die gute Zusammenarbeit und freute sich, dass endlich wieder eine radiologische Praxis für die Bürger der Sängerstadtregion zur Verfügung steht. Insofern bin ich sehr froh, dass wir die Praxis hier unterstützen konnten. Mittlerweile die 8. Arztpraxis, die wir als Stadt mit unterstützen konnten. Und insofern denke ich, ein sehr schöner Tag für Finsterwalde heute. Gibt es in der Stadt Finsterwalde noch eine Überlegung, vielleicht einen Facharzt in anderen Richtungen herzuholen? Haben Sie da noch einen bestimmten Wunsch oder die Bürger einen bestimmten Wunsch? Ja, wir sind ja mit dem Ärztenetzwerk hier schon sehr lange im Gespräch und auch in Unterstützung. Und insofern sind wir eigentlich ganz froh, dass wir damals beginnen konnten mit dem Augenarzt und dass wir nach und nach viele Fachärzte eigentlich hier auch sichern konnten. Ich glaube, was für die Zukunft wichtig ist, wir haben mittlerweile ja den Übergang von der Kinderarztpraxis Knispe-Guse in die sozusagen neue Trägerschaft ja bekommen, aber es wäre auch wichtig, vielleicht in diesem Bereich noch eine Verstärkung und Unterstützung, aber wir kennen natürlich auch immer diese Regelungen der kassenärztlichen Vereinigung, dass auch so und so viele Einwohner nur so und so viele Ärzte kommen dürfen. Ich glaube, gefühlt ist bei vielen Menschen der Bedarf viel größer, bei allen Fachärzten, egal ob es ein Hautarzt ist, ein Ohrenarzt, ein Kinderarzt oder ein Urologe. Und insofern bleiben wir weiter dran und bleiben wir auch aktiv. Bauherrin Andrea Trunew bedankte sich bei den Miteigentümern, die das Haus erhalten und bei denen, die in der letzten Zeit Belästigungen durch die Baumaßnahme einfach so hinnahmen. Die letzten 6 Wochen war wirklich sportlich gewesen. Da waren die ganzen Restarbeiten noch und vor allen Dingen das jetzt, was man sieht, Fußboden, Tapete und vor allen Dingen das Allerwichtigste, der Möbeleinbau und die ganze Technik. Hier sind rund 6 Kilometer Kabel verlegt worden, alleine für Elektroleistung, die Stadtwerke mit ihrem neuen Stromanschluss. Das war eine immense Leistung, was hier so in den letzten Wochen, wie viele Gewerke hier noch beteiligt waren. Vor 2 Jahren hätte Dr. Diana Jüge noch nicht daran geglaubt, hier im Ärztehaus Süd eine Praxis zu eröffnen. Sie hat den richtigen Ort und die richtigen Unterstützer gefunden. Alle gemeinsam sind das Risiko eingegangen und haben alles richtig gemacht. Ich denke mal, heute ist Ihnen ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, so ist es, aber es ist alles jetzt positiv, wie sich das entwickelt hat. Ich freue mich für die Patienten für Finsterwalde, dass sie eine eigene Radiologie haben, dass die Patienten gut versorgt sind. Ich habe ein tolles Team hier, wieder in wunderbaren Räumen, in ansprechenden Räumen, wohnlichen Räumen. Hier sollen sich Patienten wohlfühlen und auch die Mitarbeiter. Und das ist schon so. Wir röntgen ja schon seit fast einer Woche und haben schon guten Zulauf gehabt. Zum Team gehören Kathleen von Wiedner, Kerstin Laurisch und Berit Schicketanz, die ihre Chefin im alltäglichen Praxisablauf unterstützen. Informationen zur Praxis und zum Leistungsspektrum sind im Internet nachzulesen.